Naja, aber was wollte ich jetzt machen? Ich wollte irgendwas machen. Wahrscheinlich wollte ich in mein Questbuch schauen und die nächste Quest auswählen. Ah ja, genau, den Jadebrocken zum ophirischen Runenschmied bringen. Jetzt weiß ich auch wieder, welche Quest das war. Ich habe mich echt gewundert, für was wir bitte Jadebrocken brauchen, aber jetzt weiß ich wieder. Er hat gesagt, bevor er uns Runen anfertigen kann, müssen wir ihm die Materialien dafür bringen. Und ich habe zwar schon Runen und ich glaube, das ist irgendwie ein Feature, das ich schon quasi eigentlich freigeschaltet habe durch DLCs oder so. Ich weiß nicht, die gab es ja schon von Anfang an, die Runen. Das ist Vanilla-Content. Na, vielleicht macht der mir dann spezielle Super-Runen. Schauen wir mal. Plätze! Abraxe! Nochmals danke! Für die vielen Bits. Und damit wünsche ich eine gute Nacht. Vielen Dank. Dir auch, Abraxe. Mach's gut. Schlaf gut. Ich mache jetzt eh noch eine halbe Stunde noch. Dann mache ich auch Feierabend für heute. Ich habe mich nur gerade verlaufen plötzlich. Was machen wir denn? Wir müssen zum Schnellreiseschild. Wir wollen ja nicht die 2 Kilometer jetzt ernsthaft reiten. Ich frage mich, warum Geralt manchmal sein Schwert einfach nicht wegsteckt. Manchmal schon. Es ist manchmal so wahllos. Manchmal zieht er auch sein Schwert nicht und fängt dann an, irgendwelche Monster zu verhauen mit bloßen Fäusten. Man weiß es immer nicht. So, zum 100. Mal komme ich jetzt gefühlt hierher. Hoffentlich regnet es nicht so viel. Naja, ich meine, wir spielen jetzt hier seit über 3 Stunden und es regnet ununterbrochen seitdem, gefühlt, glaube ich. Sieht nie so gut aus. Wie es aussieht, hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Keine Ursache. Wie läuft's mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt, zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück und habe etwas Jade gefunden. Hier. So danke ich dir. Wenn du es wünschst, lade ich dich ein, meinem Handwerk beizuwohnen. Ich habe zurzeit auch einen Pickel auf der Nase, so ähnlich wie der. Der Runenschmied kann deine Gegenstände mit Runenwörtern und Runenglyphenwörtern verzaubern und ihnen so neue mächtige Eigenschaften verleihen. Och, das klingt ja schon ganz nett. Rufe zum Verzaubern das Verzaubernfenster auf. Für 10.000 könnte ich ihm bessere Werkzeuge kaufen. Das ist schon ganz schön teuer, ne? Wir haben vorher in der Quest gelernt, dass in der Welt anscheinend 400 Floren oder glaube ich waren es reichen, um sein ganzes Leben lang, so wie es im Brief stand, mit Saufen und Rumhuren zu verbringen. Und dafür braucht man echt viel Geld. Insofern sind dann 10.000. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man für 400 sein Leben lang rumsaufen und rumholen kann. Dann ist 10.000 so fucking viel Geld. Naja, okay. Werte bitte auf. Würdest du mir etwas anfertigen? Erhalten? Knödel? Was? Ich hätte gern unbedingt eine Knödelverzauberung auf allem. Aber schauen wir mal, was das macht. Du kannst Gegenstände mit Runenwörtern oder Glyphenwörtern verzaubern. Die Wörter können nicht gleichzeitig mit einzelnen Runen oder Glyphen verwendet werden. Ach so. Wenn du einen Gegenstand verzauberst, werden aktuell eingesetzte Runen oder Glyphen zerstört. Ach. So ist das. Das weiß ich dann nicht, ob ich das so gut finde, aber schauen wir mal. Hallo Chris. Guten Abend. Hier werden Gegenstände angezeigt, die mit Runen oder Glyphenwörtern verbessert werden können, die also sich also verzaubern lassen. Es können nur Gegenstände mit 3 aus... Ach so.
Gegenstände mit mindestens 3 Aufwertungsplätze können mit Wörtern verzaubert werden, aber dann gehen alle Runen, die drin sind, kaputt. Finde ich komisch. Warum kann ich denn das nicht gleichzeitig machen? Zusätzlich, unabhängig von meinen Slots. Das finde ich viel cooler. Trotzdem hätte ich jetzt gern ein Schwert mit Knödel. Das ist eine Liste aller Runen- und Glyphenwörter, die in Sockelgegenständen werden. Runenwörter werden zum Verbessern von Waffen eingesetzt. Glyphenwörter zum Verbessern von Rüstungen. Hier Beschreibung der ausgewählten Verzauberung sowie deren Kosten. Verzauberungen haben verschiedene Stufen. Zum Verzaubern von Gegenständen musst du einen Runenschmied aufsuchen. Verzauberungen aus der Liste können hinzugefügt, entfernt und gefiltert werden. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Aber ich brauche dann doch wieder Runensteine? Dann verstehe ich überhaupt nicht, was das überhaupt für einen Sinn macht. Wenn ich eh Runensteine sammle, kann ich die doch selber einsetzen in meine Slots. Für was brauche ich denn dann hier diese Runenverzauberungen überhaupt? Und dann kann ich nicht mal Knödel machen. Verzerrte Lebensmittel regenerieren die Vitalität um 100% stärker, schmecken aber ausnahmslos nach Piroggen. Piroggen? Weiß nicht, was das bedeutet, aber das wäre grundsätzlich nicht schlecht. Spielst du irgendwelche Mods oder ist das ein neuer Run? Nie wieder noch, sondern das sind die DLCs, die ich noch nicht gespielt habe. Die kenne ich auch noch gar nicht. Und warum das nicht geht? Weil der allmächtige rote Hahn es nicht will. Das kann sein. Piroggen sind halt Knödel. Ach so. Na, dann ist das ja was Gutes. Ich hätte gern, dass alles nach Knödel schmeckt. Aber wenn dann auch die Soße zu den Knödeln nach Knödel schmeckt, könnte es ein bisschen eintönig werden. Damn. Ich glaube, ich will gar nichts verzaubern, ehrlich gesagt. Aber ich mache das jetzt mal. Boni von Rüstungsschmiede, Tischen und so. Nee, das finde ich. Oh, ach so. Sind dauerhaft. Na gut, das ist vielleicht ganz nett. Halbe Adrenalinpunkte. Ja, keine Ahnung. Das ist alles irgendwie. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich nehme jetzt nur mal zum Testen Langkrall und das hier. Und mach das mal. Aha, jetzt ändert sich das Symbol. Können wir da gleichzeitig mehrere machen? Nee, oder? Jetzt haben wir erhalten. Das würde das andere entfernen. Genau, nee, nee, das will ich nicht. Naja. Naja, okay. Danke. Bis dann. In Heart and Stone, oder wie der heißt. Warte mal schnell. Steht hier irgendwo. Genau, Hearts of Stone machen wir jetzt gerade noch und dann freue ich mich echt schon auf Blood and Wine. Aber von dem habe ich nur Gutes gehört bis jetzt und bin schon sehr gespannt drauf. Aber erst machen wir Hearts of Stone noch fertig. Wo wir jetzt auch die Hauptquest machen. Wir haben jetzt alle Nebenquests, die ich gefunden habe, zu dem DLC gemacht. Jetzt geht's weiter mit Was ein Mann sät. Beziehungsweise muss ich vielleicht doch nochmal kurz auf die Weltkarte gucken, weil wir hatten doch hier unten noch eine Nebenquest. Genau. An der reiten wir schon noch schnell vorbei. Und dann aber. Dann schmeckt alles nur noch nach Knödel. Für immer. Beziehungsweise schnell reisen wir einfach schnell vorbei. Genau, ich glaube nämlich, also so wie es sich von der Story her anfühlt, ist da unten beim Tempel dann, glaube ich, eh schon so ziemlich das Finale des Ganzen hier, oder? Aber eins nach dem anderen. Wie ich mich um den Caretaker gekümmert habe, da brauche ich noch mehr Stichwörter. Das weiß ich gerade nicht. Welcher Caretaker? Ach, der vom Haus?
von der gemalten Welt. Das war eine sehr coole Quest. Meinst du den? Ich glaube, den habe ich einfach so lange mit meinem Schwert gehauen, bis er nicht mehr aufgestanden ist, wenn mich nicht alles täuscht. Grüße. Was ist denn, hm? Achte nicht auf ihn. Setz dich her. Sei uns willkommen, aber sei auch gewarnt. Wir sind mitten in ernsthaften Studien, wie unser gelehrter Kamerad sie nennt. Der eine Kerl sieht lustig aus, den man kurz gesehen hat. Der sieht aus wie der Protagonist aus Blasphemous. Danke, ich setze mich gern zu euch. Wie nennt man dich? Der da. Geralt von Riva. Ich bin ein Hexer. Mich nennt man Rufus. Dieser Gelehrte ist Theophil Maria Rosco. Und das hier ist... Entschuldigung... Manfred. Ich bin Manfred. Richtig. Geralt. Den Namen habe ich schon gehört. Du gehst zum Jahrmarkt? Nein. Du verwechselst ihn mit Geralt, dem Bühnenkünstler. Der besucht die Jahrmärkte mit seiner Nummer, beliebte Melodien zu blähen. Die Leute sind begeistert, darf ich anmerken. Unser Gast hier ist niemand anders als der Weiße Wolf persönlich. Oh, tut mir leid. Bist du nicht der... Der, weißt du, die Gerüchte über Volltests Tod. Nein, ich war's nicht. Oh. Genau, den meinte ich. Den habe ich wirklich bekämpft. Der war super schwer. Konnte man den auch nicht bekämpfen? Da fehlt aber definitiv das Blut. Ja, ja, das stimmt. Bei dem Protagonisten aus Blasphemous, ja. Das stimmt. Also andersrum. Bei dem. Gibt's was Neues? Vom Krieg vielleicht? Angeblich treten die Schwarzen bald eine neue Offensive los, um den Ponta zu überqueren. Ich wette Diamanten gegen Nüsse, dass Radovid sie diesmal nicht zurückschlagen kann. Eine Schande, dass Hänselt in Niedermark gestorben ist, verdammte Drachentöterin. Recht hast du. Wäre Hänselt am Leben, hätte Nilfgaard es im Osten nicht so leicht gehabt. Der Kaiser wird Novigrad bald einnehmen. Dann sind der Tempel Schatz und die Flotte sein und damit auch der Westen. Du weißt viel für einen gewöhnlichen Händler. Stimmt. Na und, hm? Nichts. Du gefällst mir nur noch weniger. Erst fragst du mich nach der Nachricht, die ich dabei habe. Jetzt sagst du, du wartest darauf, dass Nilfgaard den Ponta überquert. Du kommst besser mit mir. Ich kenne ein paar Leute, die mit dir reden wollen. Da musst du mich erst töten. Wenn's sein muss. Ah ja, jeder Vertrag hat zwei Möglichkeiten. Glaub, dann habe ich wahrscheinlich abgesehen von da immer die friedliche genommen. Ich habe sogar noch mit dem geredet, wenn ich mich recht erinnere. Ich wollte sogar mit dem reden, aber das ist irgendwie eskaliert. Beziehungsweise hat er gar nicht geantwortet. Wurscht. Entspannt euch. Das ist doch nur ein Missverständnis. Halt ihn fest, Hexer! Ich suche ein Seil. Ha! Keine Chance! Tut mir leid, ich misch mich da nicht ein. Ich schaff das schon selbst, verdammt! That escalated quickly. Na, warte mal, nicht ihn! Nein! Ich wollte eigentlich, ich war eher auf der Seite des Händlers. Du bist nur ein paranoider Spinner. Oh, und ob er das war? Ich kenne die Sorte. Hab schon viele gesehen. Und jetzt ab mit dir. Du nützt uns nichts. Scheiß Neutralität. Das Heimatland muss verteidigt werden. Ich hätte mich eigentlich gern noch auf die Seite des Händlers geschlagen, aber scheinbar war die Option von wegen hört beide auf zu streiten, die... Ich helfe dem roten Kerl. Kann ich ihn jetzt noch töten? Nee, leider nicht. Das ärgert mich. Außerdem ist das mein Loot. Geh weg. Und du? Was hast du mit dem Ganzen zu tun? Nix. Naja, so ist das eben. Was war denn das?
Irgendwas hat gerade eine komische Melodie gespielt, die ich noch nie gehört habe von meinen Geräten hier im Haus. Das ist seltsam. Ich glaube, das war der Staubsauger. Aber warum sollte der so ein komisches Liedchen spielen plötzlich? Um 11 fast. Sehr seltsam. Wahrscheinlich explodiert er gleich. Ich glaube schon. Ja, das kommt mir bekannt vor. Das ist schon wieder leider so lange her, dass wir hier angefangen haben mit dem DLC, dass ich es gar nicht mehr sicher weiß. Ah, komm. Du kannst doch da drüber klettern. Schau mal, wie hoch du springen kannst. Einfach nur die Hände ausstrecken. Du bist schon fast drüben. Gariva wäre der... Ach, da ist eh das Schnellreiseschild. Na, dann vergiss die Mauer. Gariva wäre der perfekte Schnellspitzname für Geralt von Riva. Gariva. Sudala. Na dann. Reisen wir mal nach Todaras. Irgendwann übernehmen die Staubsauger die Welt. Wahrscheinlich. Und dann ist alles immer wunderschön sauber und aufgesaugt. Warum sind denn hier auf einmal Leichenfresser? Vorsicht, der wird jeden Moment explodieren. Und der nächste auch, Kettenreaktion. Da ist ein Alghul. Gehören die zusammen oder sind die Konkurrenten Alghule und Verschlinger? Tja, wir werden es nie erfahren. Ich glaube, dass die grundsätzlich schon kooperiert haben. Es sah so aus, als ob der Alghul einen Schrei abgegeben hätte, der die Verschlinger zum Explodieren gebracht hat. Aber ich bin mir nicht sicher. Hey! MHN, danke fürs Verlängern des Abos. Aber das wird mir gar nicht angezeigt, nur im Chat, aber nicht bei den Events. Komisch. Aber trotzdem danke dafür. Danke fürs Abo verschenken quasi. Wenn ich das richtig verstehe. Muss ich in die Höhle? Eigentlich muss ich nicht in eine Höhle, oder? Ich muss zu irgendeinem Tempel. Na, scheinbar müssen wir in die Höhle. Der Tempel ist in der Höhle. Wahrscheinlich müssen wir die Höhle durchqueren. Hä? Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Wegfindung, was machst du da? Jetzt muss ich wieder raus, aber entferne mich vom Ziel. Muss ich oben drauf? Die Höhle ist unter dem Tempel. Sag das doch gleich. Ja? Nein. Also irgendwas stimmt da nicht. Jetzt bin ich etwas verwirrt.